Eine Reise, die über Worte hinausgeht, der Heilige Geist. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Joshua und komme heute, um mit euch weiter über einen Kurs in Wundern zu sprechen. Letztes Mal sprach ich mit dir über die Stimme für Gott. Ich sagte dir, dass diese Stimme immer gegenwärtig ist. Sie wird dir erlauben, wenn du zuhören möchtest, zu wissen, was zu tun ist, wohin zu gehen, was und wem etwas zu sagen ist. Ich sagte auch, dass die Stimme, die immer da ist, nichts anderes ist als dein Selbst. Im Text jedoch, im Übungsbuch, spreche ich immer wieder über den Heiligen Geist. Ich sage, dass der Heilige Geist zwischen Illusionen und Wahrheit vermittelt. Der Heilige Geist wird alle deine Ängste, all dein Leid nehmen und wird sie in Licht, Freude und Frieden umwandeln. Alles, was du tun musst, ist, deine Befürchtungen, deine Sorgen und deine Ängste dem Heiligen Geist überlassen. Ich sage dir, dass du in deiner schöpferischen Macht diese Macht dazu benutzt hast, die ganze Illusion so zu erschaffen, wie sie ist. Der Heilige Geist wird deine Wahrnehmung davon, was ist, verändern. Er wird deine Bewusstheit in eine wahre Wahrnehmung dieser Erde transformieren und schließlich, wenn du nicht länger Teil hiervon bist, in Wissen. Deshalb spreche ich immer wieder mit dir und sage, übergib deine Sorgen dem Heiligen Geist. Komme zum heiligen Augenblick ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Gib alles dem Heiligen Geist und es wird für alles gesorgt werden. Wahrhaftig ist das genau so. Es kann leicht verwirrend erscheinen. Es kann leicht frustrierend erscheinen, wenn du in deinen Versuchen, der Stimme des Heiligen Geistes zu lauschen, nichts zu hören scheinst. Es kann frustrierend und verwirrend erscheinen, wenn du, soweit du weißt, deine Probleme dem Heiligen Geist überbracht hast und die Lösungen nicht greifbar zu sein scheinen. Darum möchte ich heute mit dir mehr über den Heiligen Geist sprechen und darüber, dass es völlig wahr ist, dass alles, was du zu tun hast, ist, dem Heiligen Geist alles zu überlassen, was dich belastest, was du fürchtest, was du bezweifelst. Es wird in Licht umgewandelt werden, sodass du mit einer wahren Schau sehen wirst, sodass deine falsche Wahrnehmung, wenn du deine Probleme auf diese Weise abgibst, in wahre Wahrnehmung verändert wird. Darüber, dass Angst in Liebe verändert werden wird. Ich erklärte dir oft, dass du nichts weißt. Letztlich geht es bei dem Glaubenssprung darum zu sagen, ich weiß nicht. Ich sagte dir auch vielfach, dass der Heilige Geist allerdings weiß. Der Heilige Geist kennt jede Seite, jeden Aspekt, jedes Wesen in der Schöpfung. Er wird dich immer dahin führen, genau das zu tun, was in vollkommener Harmonie mit allem ist, was ist. Beim letzten Mal sagte ich zu dir, dass der Heilige Geist tatsächlich nur du bist. Daraus folgt, dass du, also dein wirkliches Selbst, bereits alles weiß, was zu wissen ist, um deinem Leben zu erlauben, sich mit einer totalen Freude zu vermischen, ein müheloses Fließen, eine perfekte Harmonie mit allem, was ist. Und das ist wahr. Ich erklärte dir, dass Wunder nichts bewirken. Du brauchst nichts zu tun, weil du tatsächlich schon weißt. Und wenn ich sage, dass du wirklich der Heilige Geist bist, sage ich damit nur, dass der Heilige Geist der Teil von dir ist, der bereits weiß. Ich erklärte dir, dass Gott den Heiligen Geist erschuf, um den Fehler zu berichtigen, den du in deiner Menschlichkeit begangen hast. Als Gott den Heiligen Geist erschuf, hat er damit nur einen Weg geschaffen, ob das dein Wille ist oder nicht, den du benutzen kannst, um den Teil deines Selbstes zu hören, der weiß. Deshalb hast du, Geist, Gottes Sohn, frei wie der Wind, frei wie ein Kind, immer Zugang zu dem Teil von dir, der weiß. Und der dich vollkommen führen wird in absoluter Harmonie, jedes Mal, wenn du es wünschst. Du kannst dir dich selbst als getrennt vorstellen.
aber du kannst nicht die Tür schließen, die zu deiner Bewusstheit von Harmonie und Wahrheit führt. Sofern du das Gefühl hast, dass du den Weg nicht finden kannst, ist das nur eine Illusion, die dich dafür blind sein lässt. Gott bestimmte also im Nu, als er deinen Fehler sah, in seinen eigenen Gedanken, dass der Weg zur Wahrheit immer in dir existieren soll. Und immer, wenn du die Türe öffnest, wird sie da sein, ohne Ausnahme. Daher kommt es, dass der Heilige Geist, der schließlich dein Selbst ist, weiß. Du brauchst nichts zu tun, um zu hören. Wie bewerkstelligst du es, nichts zu tun? Hierüber sprach ich auch bereits häufig. Der erste wichtige Schritt, den du gehst, wenn du nichts tust, ist der: Denke nicht. Denn, wie wir sagten, sind deine Gedanken bedeutungslos. Deine Gedanken sind der Schöpfer dieser ganzen Illusion. Deine Gedanken führen zu deinen Werten, die dein Konzept darüber bilden, was du bist, getrennt vom Einssein. Wie kannst du dann wahrhaftig dahin kommen, nicht zu denken? Du findest deinen Zugang zur Abwesenheit von Gedanken im heiligen Augenblick. Auch über den heiligen Augenblick sprach ich wieder und wieder. Der heilige Augenblick ist nichts weiter als dieses. Es ist eine Zeit, in der du, während du nichts tust, dich nicht an der Vergangenheit festhältst. Denn wenn du nichts tust, um die Vergangenheit zu halten, löst sie sich auf. Es ist eine Zeit, wenn du in keiner Weise die Zukunft vorhersiehst oder die Konsequenzen dessen, was du tun, denken oder sagen möchtest. Und wenn du nichts tust, um deinen Glauben an Ursache und Wirkung zu behalten, lösen sich die vorgestellten Wirkungen dieses Augenblicks auf. Wenn du also nichts tust, gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. In diesem Augenblick hat all dein Denken beinahe aufgehört. Dann wird die Tür aufschwingen und das ruhige Drängen, über das ich letztes Mal sprach, das ruhige Wissen in dir, was zu tun ist, wird da sein und du wirst es hören. Nochmals, was du nicht tun sollst, ist deinen Glauben an die Vergangenheit festzuhalten und deinen Glauben darüber, dass sie entscheidend dafür ist, wie dieser Augenblick ist. Denn das ist nicht so. Und was du auch nicht tun sollst, ist, deine Angst vor der Zukunft festzuhalten und deinen Glauben, dass dieser Augenblick das beeinflussen wird, was in der Zukunft geschieht. Auch das trifft nicht zu. Du bist frei. Immer und immer wieder habe ich es dir gesagt. Du bist frei. Die größte Illusion von allem ist deine Zeit. Du bist frei von deiner Zeit, ob du das weißt oder nicht. Ob du das glaubst oder nicht. Der vorangegangene Augenblick hat nichts mit diesem Augenblick zu tun. Jeder Gedanke, jede Handlung, jedes Wort, das du dir in deiner Vergangenheit vorgestellt haben magst, kann niemals eine Wirkung darauf haben, was du in diesem Augenblick tust, denkst oder sagst. Es sei denn, dass du etwas wie einen Traum erzeugst und durch deine eigene Wahl daran festhältst. Er selbst war eine Erfahrung, wurde erfahren und ist gegangen. Nichts mehr. Dasselbe gilt für die Zukunft. Die Zukunft in deiner mächtigen Illusion der Zeit existiert in Wirklichkeit nicht. Jeder Augenblick in deiner riesengroßen Illusion ist ein neuer, vollständiger, freier Anfang, in dem das geschehen wird, was du dir vorstellst. Und der nachfolgende Augenblick ist genauso frei wie der folgende, und der folgende und der folgende bis zum Ende der Zeit. Der Heilige Geist kennt keine Zeit. Das ist seine große Stärke. Dein Glaube an Zeit, das die Vergangenheit, die Gegenwart beeinflusst, die Zukunft beeinflusst, ist, wenn du das Schwäche nennen willst, deine große Schwäche. Wahrhaftig, das ist das bedeutendste Hindernis, das dich vom heiligen Augenblick fernhält.
das dich davon abhält, den Heiligen Geist, der dein eines Selbst ist, mit vollkommener Klarheit zu hören. Eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten, ist das, was ich bereits hunderte von Jahren zuvor sagte: Du sollst nicht urteilen. Was bedeutet es für dich, wenn du etwas beurteilst? Ein Urteil bedeutet, dass du eine Meinung hast, dass du eine Überzeugung hast, damit du sicher sein kannst, was etwas bedeutet, wie es in deiner Zeit zu dem wurde, was es ist, und was dieses Etwas in Zukunft tun soll. Es gibt jedoch keine Ursache aus deiner Vergangenheit, die diesen Augenblick beeinflussen kann. Und dieser Augenblick ist keine Ursache für irgendeine Wirkung in der Zukunft. Wenn du daher urteilst, glaubst du, dass du weißt. Du hast das Gefühl, dass du als ein Ego in deiner Getrenntheit, die auf deinen Illusionen basiert, weißt, was du tun willst. Das ist Beurteilung. Durch genau dieses Tun erschaffst du deine Zeit. Auf diese Weise stärkst du diese riesengroße Illusion, die dich daran hindert, die Tür zum Heiligen Geist zu öffnen. Ich sagte, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Ich sagte dir auch, dass alles eins ist. Wenn du urteilst, musst du selbst auch beurteilt werden. Doch bist du es selbst, der dich beurteilt. Höre mir aufmerksam zu. Wenn du ein Urteil fällst, erzeugst du Vergangenheit und Zukunft sowie den Glauben an Ursache und Wirkung. Wenn du diese Illusion erschaffst, dann verpflichtest du dich tatsächlich, entsprechend dieser Illusion zu leben. Und deshalb wirst du gerichtet werden. Wie kannst du dann den Heiligen Geist hören? Der Heilige Geist ist der Teil von dir, dein eines Selbst, der Christus, der Sohn Gottes, der ohne irgendeine Anstrengung in perfekter Harmonie mit der gesamten Schöpfung ist. Immer wird er in vollkommener Harmonie handeln und fühlen mit allem, was ist. Um den Heiligen Geist zu hören, brauchst du nur die Blockaden aufzulösen, die vor seiner Gegenwart und deiner Bewusstheit seiner Gegenwart stehen. Diese Blockade ist dein Glaube an die Zeit. Diese Blockade ist deine Beurteilung. Heute gebe ich dir deshalb zu verstehen, dass du den Heiligen Geist immer hören kannst. Am besten kannst du das tun, indem du den Glaubenssprung machst, indem du sagst, ich weiß nicht. Und während du sagst, ich weiß nicht, wirst du einem anderen niemals irgendeine Begrenzung auferlegen. Denn du kennst das Maß seiner Freiheit nicht und auch nicht, wie er sie ausleben wird. Während du nach innen blickst, in der Abwesenheit deiner Angst und deiner Illusionen, wirst du erkennen, dass du noch nicht einmal weißt, was du selbst in irgendeinem künftigen Augenblick tun willst. Wenn du also versuchst, den Heiligen Geist zu hören, sei dir immer deiner Beurteilungen bewusst. Jedes Mal, wenn du irgendeine Besorgnis wegen der Zukunft fühlst, wisse, dass du innerlich eine Entscheidung getroffen hast, ein Urteil, und dass du an Ursache, Wirkung und Zeit glaubst. Jedes Mal, wenn du die geringste Schuld wegen der Vergangenheit fühlst und das Gefühl hast, dass Schuld bestimmt, was du in diesem Augenblick tun möchtest, erkenne, dass du ein Urteil gefällt und dir selbst eine Begrenzung auferlegt hast. Wenn du deine Beurteilungen loslässt, wenn du deine Schuld aus der Vergangenheit, deine Angst vor der Zukunft loslässt, was bleibt dann zu erfahren übrig? Du wirst eine tiefe Ruhe in dir finden. Zuerst wird aus dieser Ruhe ein Flüstern entstehen. Indem du deinem Geist mehr und öfter erlaubst, sich für seine eigene Stille zu öffnen, wird er über das Flüstern zu einer Bewusstheit hinausgehen, sogar zu einer Stimme, wenn du das so nennen willst. Das wird das Flüstern, die Bewusstheit, die Stimme deines einen Selbstes und des Heiligen Geistes sein. Sei dir der großartigen Illusion von Zeit bewusst. Sei dir deiner Urteile bewusst, die Zeit erzeugen.
indem du nur diese Urteile loslässt und ruhig wirst in der Stille des heiligen Augenblicks, wird die Bewusstheit deines einen Selbstes ganz schnell in dein Wesen einströmen. Und in deinem genauen Wissen darüber, was zu tun ist, zu sein und zu sagen, wirst du erkennen, dass dies tatsächlich der Heilige Geist ist, über den ich sprach. Der Heilige Geist, der nur dein Selbst ist, in Harmonie mit dem ganzen Leben, wird in Frieden sein, wird mit Glück und Freude erfüllt sein und wird das Glück und die Freude durch die ganze Schöpfung widerhallen lassen. Seid alle gesegnet, das ist alles.